Der Februar bringt frischen Wind in den Büchermarkt. Denn alljährlich werden zu diesem Zeitpunkt die Nominierten des Preises der Leipziger Buchmesse bekannt gegeben. 15 Bücher in den Kategorien Belletristik, Sachbuch, Essayistik und Übersetzung. Die Kritikerjury hat die schwierige Aufgabe, aus der Fülle der eingereichten Werke diejenigen Neuerscheinungen zu finden, die sprachlich exzellent und dadurch besonders herausragend sind. Eine Aufgabe, die bei den Übersetzungen dieses Jahr schwer war. Was auffällt bei den Übersetzungen ist, dass es großartige Neuentdeckungen und Wiederentdeckungen in diesem Jahr gibt und dass es gelungen ist, auch sehr sprachlich schwierige Werke in ein ungeheuer angenehmes Deutsch zu übertragen, voller Witz und Intelligenz. Da hat man den Eindruck, wir würden gerne 6, 7 oder 8 Titel auf der Shortlist platzieren, statt nur 5. Sachbücher und Belletristik haben auf den ersten Blick wenig gemeinsam. Und doch gibt es einen besonderen Bezug in diesem Jahr. Es gibt viele Texte, die sich mit 1990 beschäftigen, ja, 30 Jahre Mauerfall, beziehungsweise das, was dann zu uns rüber strahlt noch aus diesem Jahrzehnt. Und es gibt viele Texte, die sehr autobiografisch sind, biografisch oder einfach sehr nah an den Menschen gehen. 60.000 Euro Preisgeld werden insgesamt vergeben. Die Jury diskutiert noch bis zum 12. März, bis kurz vor der Verleihung, über die begehrten Auszeichnungen. Die Leser haben also noch ein wenig Zeit, um ihren eigenen Favoriten herauszufinden.